erste Kampf. Und wir sind gespannt, was die beiden hier zeigen. Kudadai hier, der große Mann, aber Hassan, das war ein High-Kick zum Kopf. Und hier muss Hassan auf jeden Fall schlucken. Bilal tastet sich hier ran. Mit Doppeldeckung. Aber Kudadai auf jeden Fall ein gefährlicher Mann. Und die Halle hier jetzt am Brodeln. Und wieder ein Highkick zum Kopf. Sind unglaublich und das ist einfach unglaublich gefährlich hier. Die kommen aus allen Enden und Längen, aber Bilal jetzt hier im Vorwärtsgang. Kudadai macht das richtig gut. Er geht nämlich in den Counterpunch, wenn Bilal Hassan sich öffnet. Und da war eben die Hand schon wieder drin. Bilal muss hier in den Infight, wenn er was bewirken möchte, denn Kudadai ist ein gutes Stück größer. Und er muss hier in den Infight gehen. Wenn er auf der Distanz bleibt, dann wird es für ihn heute Abend ganz schwierig. Denn diese Highkicks und auch die langen, geraden Hände, die Kudadai da schlägt, sind einfach zu hart und zu gefährlich. Und da muss sich Bilal und die Trainerecke was überlegen, falls es in die zweite Runde geht, wie sie den Gameplan anpassen. Jetzt saß die linke von Bilal, aber ein Knie hinterher von Kudadai. Und man sieht einfach, die Distanz hier stimmt für Bilal nicht. Er ist zu weit weg von seinem Gegner und da trifft er als kleinerer Mann natürlich einfach nicht. Schöne Backfist, aber hier der direkte Konter vom Mann in den blauen Handschuhen. Wir sind hier für alle, die gerade eingeschaltet haben, bei der M47 Fight Night in Haslow und die Halle ist voll mittlerweile. Es sind noch einige spannende Kämpfe auf der Karte, unter anderem der European-Champion Maximilian Graf vom Team Graf gegen Kasbek Sadakov aus Frankreich. Es geht hier in die zweite Runde zwischen Bilal Hassan und Shams Kudadai. Wieder ein Knie. Jetzt hier im Clinch. Ist natürlich ein K1-Fight, deswegen wird direkt gelöst. Hassan hier mit einem schönen Low-Kick. Schön.
Schöner Lowkick wieder von Bilal. Sobald sich Bilal öffnet, da kommt der Konterpunch von Kudadai. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung für ihn heute Abend. Und man muss generell sagen, die Kampfpaarungen hier heute Abend, die stimmen auf jeden Fall, denn wir haben bisher auf der Hauptkarte bisher nur einen TKO gesehen. Ansonsten ging alles über die vollen Runden und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass die Kampfpaarungen hier auf Augenhöhe sind. Schöne Hände hier von Bilal. Aber diese geraden Hände von Kudadai, er hat eine unglaubliche Reichweite. In der Ecke hier darf er nicht stehen bleiben. Gut gemacht mit dem Knie von Hassan. Backfist zum Kopf. Und natürlich ist dann auch irgendwann die Frage, wer die bessere Kondition hat. Das Ganze geht hier 3x3 Minuten. Kick zur Leber von dem Mann in den blauen Handschuhen. Und wieder schöne Rechte mit einem linken Mittelkick hinterher. Da ist er ausgerutscht, nichts passiert, weiter geht's. Backkick von Hassan. Und man hört hier auch ganz klar, aus der Ecke wird gerufen. Der Mann mit dem blauen Handschuh soll lang bleiben und mit dem Jab arbeiten. Denn sobald er reingeht, sieht man, was Hassan anstellt. Denn da trifft er ganz schön viele Fäuste zum Kopf. Und wir kommen zur dritten Runde. In der zweiten Runde hat Bilal das auf jeden Fall schon mal besser gemacht. Da hat er die Distanz verkürzt, ist mehr in den Kampf rein und hat da dann auch den ein oder anderen Wirkungstreffer treffen können, setzen können. Aber Kudadai hier wieder mit einem starken Knie, aber musste auch eine linke einstecken von Hassan. Schöner Lowkick und jetzt viele Fäuste zum Kinn von Kudadai. Wenn er nicht lang bleibt, dann merkt man, dass er hier die ein oder andere von Hassan einstecken muss. Schöner Lowkick von Kudadai. Ja.
Wieder ein Low Kick. High Kick. Und da ist das Bein kurz mal aus dem Ring. Wieder alles in Ordnung. Weiter geht's. Er hat wirklich unglaublich lange Arme und wenn er die volle Distanz hier nutzt, dann ist er wirklich ganz, ganz klar im Vorteil. Er marschiert nur immer auch gerne nach vorne und da ist dann natürlich die Gefahr von einem Counterpunch von Hassan da. Hassan jetzt mit einer Backfist, die leider nicht getroffen hat. Und hier geht es jetzt wild zu mit vielen Kicks von beiden Seiten. Und die Fans feuern hier den Lokalmatador Bilal Hassan an. Eine schöne Linke von Hassan. Die letzten Minuten laufen, Sekunden laufen, nicht Minuten, Sekunden laufen und der Kampf ist vorbei. Shams Kudadai hat den Sieg für Team Akam, dem Extreme Fight Club, geholt. Und ja, erste Runde hat er auf jeden Fall dominiert und konnte hier mehr zeigen als der Lokalmatador Bilal Hassan.